5-Minuten-Video von Sascha, das ist wild. Heute ist wieder soweit. Heute kommt eine neue Episode von Sascha liest Kommentare. Diesmal wirklich an dem Sonntag. Mhm. Heute ist Montag. Ich würde sagen, wir fangen... Heute ist das rausgekommen und es ist Montag. Ganz traditionell an mit dem Top-Kommentar von der letzten Episode. Let's go. 30 Grad Celsius und der Ventilator nicht mal eine Minute drin. Schmutz. Mhm. Sehr gut. Bro, der ist wirklich eine Minute hier. So ein Müll, Alter. Sascha, Digga, kommt da, also ist der irgendwas. Und? War's erfrischend? Ja. Ja. Jawohl, ganz liebe Grüße. Ich nenne mein Glied Hypotenuse, weil der länger ist als meine zwei Schenkel. Und das, mein Freund, ist Gigantismus und eine absolute Krankheit. Raus, bitte folgenden Zusammenschnitt. Oh, nicht schon wieder. On the road again. Kein Durchkommen aktuell Richtung Süd. Mehr Anzeigen. Ich wusste... Digga, also ganz ehrlich, dass die Leute jetzt Sascha mittlerweile schon schreiben, wie sie es machen sollen, ach. Nicht, dass man Liebeskugeln langsam rauszieht. Ja, komm, Beyblade-Joke. Mehr Anzeigen. Dann bin ich gerade wie ein Rasenmäher gestartet. Ah ja, okay, ich dachte mal auf Let It Rip-Basis. Ach, Kevin. Und ich lauf schon, yeah, yeah. Leo. Digga. Macht Papa Platte immer noch Sport im Stream? Ach, scheiße, Alter, wirklich. Lehrerin, was sind eure Eltern beruflich? Kind 1, mein Vater geht zur Polizei. Rund um den Block, kein Bock. Kind 2, mein Vater ist Anwalt. Knossi-Kind, mein Vater holt jeden Tag den Jackpot im Casino. Glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, der Vater hat Spielschulden und ein Problem damit. Alles gut bei dir, Jens? Turn up. Was ist der Unterschied zwischen unsympathisch und seiner Freundin? Ah, mehr Anzeigen. Unsympathisch TV existiert. Es ist schon wieder Mobbing. Ich weiß nicht, warum sich manche nicht vorstellen können, dass ich einfach eine Freundin habe, die auch ganz normal am Start ist, genauso wie ich. Wenn ihr wollt, wir können gerne mal gemeinsam anrufen. Die gewählte Nummer ist nicht vergeben. The number you've dialed is not assigned. Sie ist ganz normal am Start. Heute ist ein guter Tag. Chantal, wie kannst du nur mit 14 Jahren schwanger sein? Mehr Anzeigen. Chantals Mutter, 28 Jahre. Und an der Stelle erstmal ein dickes RIP an alle Chantals. Wird irgendwann mal der Name Chantal aussterben? Nein. Weil Mütter sich denken, boah, Chantal kann ich mein Kind nicht nennen. Kevin, wir hoffen auf Kevin. Ich bin ganz oben auf der Spitze vom Mount Everest, Digga. Und die sind alle unter mir. Bleibt an euren Träumen dran! Ach, gut. Jeder trinkt T-Shirt im Sommer. Niemand. Mehr Anzeigen? Wirklich niemand. Sascha, bringt Hoodie in Sommer Edition raus. Dumm. www.unsympathischshop.de. Checkt auf jeden Fall den Hoodie und den Sweater in Sommer Edition ab. Kuss. Okay. Geht raus an alle, die supporten. Wenn Sascha mit seiner Morgenlatte gegen den Türrahmen läuft, ich werde schon wieder gemobbt. Ach, mehr Anzeigen. Nase gebrochen. Ja, lol. Das ist Mobbing. Es hat sich gelohnt, mal wieder sich diesen Dreck reinzuziehen. Es ist wichtig und ich möchte, dass meine Zuschauer gut rechtschreiben können. Jens. Es ist traurig, wenn ihr irgendwann mal irgendwo steht und wisst nicht, wie man die Wörter schreibt. Junge, eigentlich müsste Kindhörgeräte mit Sascha eine Koop machen. Hä, warum? Ich höre doch voll gut. Hört vielleicht der Zuschauer, der den Kommentar verfasst hat, nicht so gut. Sollen wir vielleicht nochmal das Intro für ihn neu machen? Heute ist wieder soweit. Heute extra für Alex auch ein Intro, damit er es versteht. Alex, ich hoffe, du hörst mich gerade. Hallo. Alex! Hallo? Ein Clown ohne Eltern ist lustigerweise ein lustiger Weise. Ob das jetzt den Sohn direkt lustig macht, ist die andere Frage. Applaus für Niklas, wirklich astreiner Kommentar. Raus, bitte jetzt aufhören zu klatschen. Junge, wir brauchen echt einen Ventilator. Bitte lass uns nicht hängen. Kein Ding. Fazit, Deutschrap ist fresher denn je. Und Unterhosen und Socken kann man nie genug haben, Digga. Werbung, wie du nur in 3 Schritten reich werden kannst. Mehr Anzeigen. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Digga. Nee, ich habe gerade gar nichts, worauf ich hoffen muss. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr natürlich jetzt auch kostenfrei Ehrenbruder Bastard. Ein Abonnement. Ja. Aha. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Wie
Ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen, McDonald's Buxtehude ist der größte Laden, den man sich vorstellen kann, Digga. Ich fahre in den Drive-In um 0.57 Uhr, Digga, und die schnarchen wieder alle so. Und um 1.01 Uhr, Digga, die machen um 1 Uhr zu. Um 1.01 Uhr komme ich in den Drive-In. Die sagt einfach zu mir, wir haben Feierabend. Digga, das kannst du nicht ausdenken. Ich sag euch ehrlich, McDonald's Buxtehude ist der schlechteste McDonald's, wo ich jemals in meinem Leben war, Digga. Nicht mit Monte. Größter, ja, Digga, ich... Gut, dass wir auf jeden Fall an der Stelle weiter wissen, was da los ist.